So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Mir ist übrigens aufgefallen, ich dachte am Anfang, als wir hier hingekommen sind in dieses Spiel, dass wir diese Kugeln ähnlich wie ein Worldseeker einsammeln und nicht, dass die auf uns zufliegen. Also dass wir fliegen einfach. Ja gut, achso, ja, aber ich finde das so eigentlich besser. Ja, ich auch. Weil das geht dann in Pixar und so, weißt du? Ja. Es gibt ja so viel zu sammeln und zu finden. Mann, bin ich kraftlos. Nein, das bin ich. So, nee, Moment. Also. Goku hat dazwischen gequatscht, weil so ein Gohan nicht losredet. Ich bin 15, also. Wollen wir noch zu mir? Nach Hause. Gut, telefonieren. Gehen wir nach Hause. Genau. Ja, ich so. Hinter ja. Kann aber fliegen. Achso. Jetzt. Schnell zukamatte da so. Eigentlich ist das ein Drache. Bye bye! Nein, ein Dino mit Flügel. Z-Kugeln. Z-Kugeln sind besondere Gegenstände, die du im Feld finden oder bei Kämpfen erhalten kannst. Alle, die du im Feld findest, kannst du sammeln, indem du dich ihnen näherst. Sie sind unentbehrlich für den Erhalt von Superangriffen, darum sammel so viele wie möglich. Es gibt verschiedene Arten von Z-Kugeln. Kugeln in einer Farbe findest du in der Nähe von Gebieten, die mit dieser Farbe in Verbindung stehen. Zum Beispiel, achso, ja, das kommt jetzt. Beispielsweise kann man blaue Kugeln am Wasser, grüne Kugeln in der Nähe von Wäldern finden. Wenn du Z-Kugeln einer bestimmten Farbe suchst, begib dich an den Ort, an dem diese Farbe stark vertreten ist. Also bunt offenbar bei Kampffeldern und rot in der Wüste. Ja, grün bei so, ne? Ebenen und das andere woanders. Wie kann ich absinken? Naja, wenn du dich in den falschen Gegenden aufhältst und dort Leute kennenlernst und die dich einfach so runterziehen, weil die nur rumhängen und Proben nehmen und so, dann kannst du mit der Zeit absinken. Ah, Moment, ich. So kann ich steigen. Wie der das halt einfach ignoriert, was ist das? Ja. Guck mal, einfach ja, nicht mal. Einfach nur ja. Sollst du aber nicht! Das hat Hand und Fuß! Und vielleicht einen Kopf oder so, aber so weit bin ich. So, wir nehmen die alle mit, weil dafür kriegt man Superangriffe. Ich will Superangriffe. Hast du denn einen Lieblings-Superangriff bei Dragon Ball? Lieblings-Superangriff? Also ich finde die große Genki-Dama ziemlich cool. Und halt das Kamehameha standardmäßig ganz nice. Ich mag die Angriffe, hier das Zeitanhalten-Ding von Hit sehr. Ich glaube, da wir uns in Dragon Ball Z befinden, werden wir da nicht viel Freude mit haben. Na gut, aber jetzt wenn man nur von Dragon Ball Z ausgeht. Von Freezer den, Fingerstrahl. Finde ich cool. Todesstrahl. Wir gehen nicht nach Hause. Kein Bock auf Chichi. Ansonsten. Ja, kam mehr, wie gesagt. Destructor, das finde ich auch noch cool. Ja. Oh, die Höllenspirale von Piccolo. Die ist auch super, die braucht aber immer so lange. So, ich nehme noch ein paar Flussgarnier mit. Oh, da oben ist. Hoch. Ich weiß, wir sollen nach Hause. Ja, Mensch, Gohan, 4 Jahre alt, muss Mittagsschlaf halten. Schon mal was von gehört? Nö. Er sagte vorhin, er ist müde. Ja, dann darf er. Moment. So ein Stück. Jetzt, ein Stück. Runter, oder was? Jetzt darf er gerne aussteigen. Er muss aber auch ein bisschen sinken. Im Niveau. Ah, sehr gut. Kitta so, Chichi! Kuimon totte kita so!
Hey, Chichi, wir sind wieder da und wir haben was zu essen mitgebracht. Hi, Mama. Hier ist die Freude, dass ihr Ehemann zurückgekehrt ist. Ins Gesicht geschrieben, ja. Ja, also wirklich, man sieht es einfach. Guckt sie immer, wenn sie ihn sieht. Ich will die nicht. Soll ich die sprechen? Ja. Na gut. Du bist zu spät, Son Goku. Das Besorgen der Zutaten hätte nicht länger dauern, nicht so lange dauern dürfen. Ja, tut mir leid. Wir haben auch trainiert. Und du sollst heute doch Son Gohan, Muten Roshi und den anderen vorstellen. Moment mal, das war heute? Natürlich! Oh, tut mir leid. Ich verspreche es. Nächstes Mal merke ich es mir. Vergiss es. Worauf wartest du noch? Kommt rein, ich muss sofort mit dem Kochen anfangen. Was ist deine Lieblingstransformation? Puh. Schwer zu sagen. Ich glaube, ich mag den klassischen Super Saiyajin. Aber ich mag auch die Kaioken. Kaioken finde ich langweilig. Ich mag aber auch, Ich mag sogar den vierfachen Super Saiyajin. Er ist absolut unlogisch, aber der vierfache Super Saiyajin sieht gut aus. Ja, optisch ist der Super Saiyajin 4 meine Lieblingsform. Aber ich finde die Muskelform von Muten Roshi auch nicht schlecht. Ja. Tatsächlich mag ich viele Charaktere auch in ihrer Grundform eigentlich sehr gerne. Zum Beispiel? Ich glaube, aber meine Lieblingstransformation ist, glaube ich, Kulas finale Form. Ja, ich mag Bulma in ihrer Grundform. Ja, nee, mit Grundform, sowas wie zum Beispiel Cell. Ich mag Cell in seiner Grundform lieber als in seiner finalen Form. Nee, ich nicht. Deine zweite Form ist kacke. Reden wir einfach nicht. Ja. Ja, aber Cell mag ich die perfekte Form lieber. So, kochen. Ja, kochen. Früchte, Fleisch, Fisch und andere Zutaten können von Chichi oder anderen Köchen zubereitet werden. Zubereitete Gerichte bewirken Spezialeffekte, zum Beispiel Werteboost und vorübergehende Unterstützungseffekte. Diese werden Essenseffekte genannt. Ich wollte erst Statuseffekte sagen. Egal. Jedes Gericht hat eigene Zutaten. Nicht, wenn es nach meinem Vater geht. Bessere Gerichte erfordern seltenere Zutaten. Nicht, wenn es nach meinem Vater geht. Okay. Extravagantere Komplettmenüs bieten sogar noch stärkere Statuseffekte. Diese wirst du dann später im Verlauf deines Abenteuers noch zubereiten können. Nicht, wenn es nach deinem Vater geht. Ich werde die bestimmt nicht zubereiten können. Ja, das sowieso nicht. Okay, dann werde ich euch mit diesen Zutaten jetzt mal was Leckeres kochen. Ja, na auf. Komplett. Mann hat hier, Hunger. 8-Sterne-Menü. Ich hab so viel nicht. Okay, dann gibt's halt nur was Kleines. Ah, wir können hier sortieren, was wir gerne hätten. Und was hättest du gern? Nimm was Fleischiges. Das da. Super Ultraklöße. Klingt gut, oder? Ich weiß nicht, was sind denn Super Ultraklöße? Was soll ich damit anfangen? Wir gucken uns mal die Bilder an, weil ich finde, das sieht echt lecker aus. Ja, geht, ne? Hast du nicht sowas letztes gemacht? Was? Sesambombenklöße? Nein, ich habe gestern Germknödel gemacht mit Vanillesoße. So, okay, hier haben wir Ramen. Beziehungsweise Nudelgerichte. Mit Fleisch. Ramen mit Fleisch. Ich will mir die einfach mal angucken, was es hier so gibt. Das sieht echt gut aus. Sieht eklig aus. Warum? Das ist Pasta. Ja, aber es ist so. Ja. Ganz normale Pasta, bloß halt wilde Pasta. Mit Wolfsfleisch. Oh Gott! Ja, oh, finde ich super. Das sollten wir kochen. Ja, vielleicht auch nicht. Doch, Alex, komm. Es gibt sogar eine extra wilde Pasta. Mit extra Wolfsfleisch. Alex, klärt mal in den Ofen, mach den mal davon innen sauber. Und ich mach dir dann die Heizung an, damit die nicht kalt wird. Fleischhaufenrahmen, das klingt gut. Ja. Da ist überhaupt. Rahmen ist ja mehr so eine Nudelsuppe, da ist überhaupt keine Suppe mehr drin. Irgendwo sicherlich ein Tropfen. Pasta der rauen See. Oh. Ah. Nee, goldener, lebhafter Fisch. So lebhaft ist er hoffentlich dann nicht mehr.
Ein goldenes Carpador. Extra fetter Riesenfisch. Ah, okay. Und eine Premium-Weißmuschel. Ich mag Muscheln nicht besonders. Ich habe Muscheln noch nie gegessen. Fleischreisbällchen. Hm. Auch nicht schlecht. Ich guck mir hier einfach die Boah, das da unten sieht echt gut aus. Boah. Ich mag persönlich Kaviar nicht so. Aber das ist schon geil angerichtet, oder? Ja, optisch macht's was her. Jetzt krieg ich Hunger. Ja, ne? Ist auch eine. Ist das Wassermelone? Nee, ich glaube, das ist so ein Fischzeug, oder? Meeresschmuckschüssel. So irgendwie Meeresfrüchte. Tja. Stimmt, das sieht ein bisschen aus wie hier Lachs. Mhm. Aber das hier, ultimativer Fleischschmaus. Den würde ich auch gerne essen, der sieht gut aus. Der sieht nicht gut aus. Den finde ich jetzt nicht. Meinst du, die sehen, glaube ich, alle so aus. Das geht. Ja. Frisch eine Meeresfrüchtesuppe, okay. Ist da ein Croissant drin? Ja. Ist doch ganz weich. Meeresmonstersuppe? Ne, danke. Und gekochter Meeresschatz. Ne, gucken uns die Fleischgerichte an. Das sieht geil aus. Was, das erste? Ja, so richtig. Durch. Ja, das, hier so ein. Das ist auch geil. Nee, das wird aus Wolf gemacht. Ich glaube, die machen alles aus Wolf. Ja, ich befürchte auch. Also, wo Wild dran steht. Goldenes Wolfsfleisch. Ja, manchmal muss man damit leben. Bestes goldenes Wolfsfleisch. Ja, guck mal, wie das aussieht. Aber da ist auch gefrorenes Kaninchenfleisch mit drin. Ja, das ist das kleine Ding daneben dran. Das dicke Ding ist vom Wolf. Sieht aber schon gut aus. So, können wir uns überhaupt irgendwas machen? Weil es sieht derzeit nicht so. Achso, doch, können wir alles herstellen? Nee. Nö. Wir können nur den gekochten Fisch. Ja, gut, du hast halt nichts außer Fisch geholt, ne? Ja, gut, dann. Und halt Äpfel. Gekochter Fisch kann jetzt gegessen werden. Fisch, der kurz mit Gewürzen gekocht wurde, er ist äußerst aromatisch und bei Gourmets ein echter Hit. Durchsuche das Haus. Chichi, Hausdurchsuchung. Razzia! Wo sind die Drogen, Chichi? Oh. Oh, ich erinnere mich. Um seine neuen Schüler auf die Probe zu stellen, wirft Muten Roshi einen Stein, auf den er das Schriftzeichen für Schildkröte geschrieben hat, tief in den Wald. Er sagt ihnen, dass derjenige, der den Stein als erster zurückbringt, essen darf, der andere jedoch hungrig bleiben muss. Ja, und Krillin hat versucht, den Stein zu fälschen. Ja, Krillin hat beschissen. Son Goku findet den Stein, den ihm Krillin mit einem Trick abnimmt. Daraufhin eilt er zurück, um seine Mahlzeit zu bekommen. Allerdings erwartet ihn eine unvermutete Falle. Was für eine Falle? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist der Stein, mit dem Krillin und ich trainiert haben. Wir sollten dieses Ding damals auch spüren. Krillin hat mich damals besiegt, aber nur, weil er geschummelt hat. Ich durfte vorher nichts essen. Ist er sich noch dran erinnert? Wer hungrig ins Bett muss, der erinnert sich daran. Seine Belohnung freigeschalten. Wo willst du hin, Papa? Ich geh nur mal kurz Zigaretten holen. Ja, ich auch gesagt. Ich werde Muten Roshi treffen, meinen alten Meister. Sein Haus liegt mitten im Meer. Das ist total toll. Oh ja. Nee, er geht nicht Zigaretten holen, er geht kurz Zell in die Luft jagen. Ja. Im letzten Mal ist er auch 7 Jahre nicht wiedergekommen. Also von daher. Ja, wie kann ich an meine Belohnung ran? Weiß nicht. Gegenstände? Unter Gegenstände? Erholung? Da. Keine. Kochen? Ah, hier liegen die gekochten. Hier liegt unser Essen. Boah. Ah, das sind die Sachen, die wir durch DLC erhalten haben. Hier haben wir Golderz. Keine Geschenke. Und halten den die einen markierten. Wir haben den markierten Stein bekommen. Ja. Ein Erinnerungsstück aus dem Google und für den Vergangenheit. Das ist cool. Gesammelt.
Aber ich diese Essenssachen, die du aus der Deluxe durchnimmst, kannst halt, haben die nicht dauerhaft? Ich weiß es nicht. Sprich mit Chichi, erhalte ein Essenspaket von ihr. Okay, ich bin fertig. Hier ist euer Mittagessen. Lasst es euch schmecken, wenn ihr Hunger bekommt. Danke, Chichi. Dein Essen ist das Beste. Das bringt richtig das Blut in Wallung und macht stark. Stimmt's, Gohan? Ja! Oh, oh. Chichi. Mich wundert, dass sie auf dem Bild nicht böse guckt, wie immer. Ja, ja, Community. Was? Die, ach so, Koch-Community. Ach, die hat ein eigenes Kochen-Community. Aber niemand kann kochen außer Chichi in dem Anime, oder? Ich weiß nicht. Kann Bulma was? Kochen? Nee, die hat ihre Haushälterin dafür. Ah. Aber vielleicht kann sie es ein bisschen. Weiß nicht. Gohan kann kochen. Ja? Ja. Hm. Also richtig oder auch nur braten wie Goku? Nee, ich glaube, Gohan kann richtig kochen. Okay. Kann Krillin kochen? Wer kocht denn bei Krillin zu Hause? Krillin oder Zerz? Du meinst bei Muten Roshi zu Hause und da kocht Krillin. Und die immer noch bei Muten Roshi zu Hause? Ja. Auch ein Super? Wird nicht gezeigt, aber ich denke mal schon. Ich weiß nicht, sie hatten ja irgendwie... Das ist ein bisschen anders aus, oder? Ich weiß es nicht. Na gut, Krillin kann dann auch kochen. Ja, stimmt, Krillin hat ja früher auch gekocht. Echt? Ja. Oh, gut. Ja. Und Lunch kann kochen. Stimmt, ja. Auch wenn die irgendwann zwischen den Jahren verschwunden ist. Ich kann auch Lunch kochen. Und ja, wer sich jetzt von uns nicht hat ablenken lassen, Gohan hat ihm den Hut geschenkt, weil es so ist, als würde... Nein, Goku hat ihm den Hut geschenkt. Goku hat Gohan den Hut geschenkt, weil es so ist, als würde Gohan, also der alte Gohan, Gokus Großvater, über den jungen Gohan wachen. Ja, das haben wir inzwischen schon erfahren. Wie ドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれを巡り世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。Goku ist da nicht authentisch. Warum? Der hat zu viele Muskeln. Am Anfang von Dragon Ball hat er noch nicht so viele Muskeln gehabt wie jetzt am Ende von Dragon Ball Z. Und da hat er schon so viele Muskeln wie am Ende. Ja, das stimmt. Gut, Leute, ich würde aber sagen, das reicht mal für diesen Part. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Super Dragon... Quatsch. Hä? Ich bin noch gewohnt, die Ansage von Super Dragon Ball Heroes zu machen. Hm. Von Dragon Ball Z Kakarot. Oh. Gohan guckt ein bisschen schockiert. Ja, vielleicht hat er Höhenangst. Vielleicht. Also oder gut. Er weiß, was du mit dem vorhast. Ins Meer schmeißen. Ja. Also gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.